wünsche dem Spiel von hier aus immer einen fairen und sportlichen Verlauf. Ich hoffe auch ein bisschen Spannung noch. Der SV Westfalia Rhinan, hier in den schwarzen Trikots, muss sich im Nachholspiel gegen den Tabellenführer Arminia Bielefeld geschlagen geben. Zu Beginn der Partie begegnen sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, bis Bielefelds Patrick Meinka einen Angriff abschließt. Der Ball landet in der 12. Minute im Netz, allerdings stand Meinka im Abseits. 7 Minuten später nutzt Meinka seine zweite Chance und nickt den Eckball ins Tor. Mahmoud Yavuz Aslan steht zwar auf der Linie, schafft es jedoch nicht, den Ball abzuwehren. Das war das 1:0 für Arminia. In der 30. wieder ein gefährlicher Angriff. Diesmal schafft es Westfalia-Torwart Dennis Wegner und lenkt den Ball über die Latte ab. Ein Déjà-vu für die Westfalia. Wieder eine Ecke. Diesmal schafft es die Mannschaft von Trainer Björn Mehnert, diese zu klären. Beim Halbzeitstand von 0:1 für die Gäste aus Bielefeld geht es in die Kabine. Nach der Halbzeit tut sich in den ersten 15 Minuten nicht viel. Die Westfalia kommt aber jetzt besser in Fahrt. In der 69. Minute hat Rhinan sich freigespielt und ist im Angriff. Durch ein klares Foulspiel durch Profeta wird dieses jedoch unterbrochen. Der unparteiische Stefan Tendik gibt lediglich Gelb. Eine Entscheidung, die sogar Arminia-Trainer Daniel Scherning im Nachhinein sehr verwunderte. Nachher dann denke ich, die rote oder die nicht gegebene rote Karte aus meiner Sicht ist er letzter Mann, ganz klar. Da gebe ich Björn recht, verstehe ich, dass er dich da so aufregt. 4 Minuten später bringt sich Felix Bechtold in Position und zieht aus einiger Entfernung ab. Mit dem Distanzschuss verfehlt er jedoch den Kasten von Arminia-Keeper Janu Peters. Pascal Schmidt macht in der 76. Minute für die Bielefelder alles klar. Er setzt sich vor dem Tor gegen die Westfalia durch und erhöht auf 0:2. Die Westfalia versucht in den letzten 3 Minuten gleich zweimal einen Torschuss, scheitert jedoch beide Male an Peters. Ja, Bielefeld, den Verfassungsmaßstab.